Ja, hier sind wir wieder bei dieser wunderschönen Landschaft irgendwo in Dänemark. Weiß ich nicht, ich war da nicht. Habe ich auf einer Festplatte gefunden, das Foto. Liebe Grüße, falls derjenige das guckt. Ich hoffe nicht. Und ich möchte diesmal etwas programmieren. Nämlich natürlich in diesem schönen Programm Visual Studio Code auf diesem schönen Computer, den ich hier benutze. Das ist jetzt kein MacBook, aber ein Computer, den ich sehr lange schon habe. Ich habe hier schon einen Ordner geöffnet, einen Projektordner, und erstelle mal eine Datei. Die nennen wir das mal Counter. Ich möchte nämlich verschiedene Methoden zeigen, also so, dass der so ziemliche Anfänger mitkommt, vom Anfang an möglichst. Ich versuche das aber einigermaßen schnell zu machen, das kriege ich wahrscheinlich eh nicht hin, aber egal. Eine Datei fängt immer erstmal so an, genau, das ist offensichtlich. So. Dann, was mich hier ärgert, ist, dass die Einrückung mit Leerzeichen ist. Das heißt, wir haben hier vier Zeichen statt einfach nur einen und das muss natürlich sofort geändert werden. Einzug in Tab-Stops konvertieren. Schön. Dann haben wir einen Head-Bereich und einen Body-Bereich. Und im Head mache ich erstmal einen Titel rein. Das ist ja offensichtlich. Nee, so. Genug, Counter. Das reicht erstmal. Ich kann das ja später immer noch umbenennen, falls ich daraus irgendwas anderes machen möchte. Und jetzt mache ich erstmal nur eine statische Seite, die erstmal gar nicht zählt, sondern einfach nur etwas anzeigt. Und dafür mache ich einfach ein P-Element und schreibe rein eine Zahl. So. Und dann geben wir dem eine ID. Und das ist Display. So. Nehme ich mal als Name, weil das displayt die Zahl. Ist nicht ganz klar, ob das jetzt schlau ist oder nicht. So, speichere ich das mal und dann können wir hier auf Go Live draufklicken und dann wird es im Browser geöffnet. So, und jetzt mache ich mal was ganz Schlaues, nämlich kann man das Fenster hier auf die Seite machen und ich kann das auch kleiner machen, weil wir gar nicht so viel Platz brauchen und das dann auf diese Seite. Hier brauchen wir eigentlich auch nicht so viel Platz, egal. So, ja, unser Counter funktioniert. Wir haben den Zählerstand 0 und fertig ist das Tutorial. Nein, natürlich nicht. Wir wollen das auch hochzählen. Und ja, das können wir mit JavaScript machen und in dem JavaScript zugreifen auf dieses Element und das im Nachhinein verändern. Das können wir natürlich auch schon ganz schnell per Hand machen, um überhaupt ein Verständnis zu bekommen, was JavaScript ist. Man kann hier Rechtsklick und Inspect oder Untersuchen machen. Und dann sehen wir hier schon den Dokumentinhalt, wie ich ihn geschrieben habe. Das hier können wir ignorieren. Das ist einfach nur, dass die Seite neu lädt, wenn hier irgendwas geändert wird. Hier haben wir Display, also das P-Element mit der ID Display. Und wir können das jetzt erreichen. Ich überlege gerade, ob man das hier unten noch auf. Das kann man wahrscheinlich irgendwie, aber da bin ich gerade zu doof für, egal. Es gibt die Funktion document.getElement bei ID. Und dann können wir da eine ID reinschreiben und das gibt uns dann das Element mit dieser ID. Und bei Display kriegen wir dann dieses Element Display. Und das können wir dann verändern, indem wir sagen inner Text gleich 1. Und add voila, wir haben hier jetzt eine 1 und dann können wir auch sagen 2. Wir könnten streng genommen auch cheaten. Aber so machen wir das natürlich nicht. Das ist unsauber, weil das nämlich dann erstmal in einen String umwandelt, also den Text in eine Zahl umwandelt, dann erhöht und dann das wieder beim Reinschreiben. Egal. Zu kompliziert. Ja, und genau das hier im Grunde möchte ich jetzt hier machen, indem wir jetzt hier mal einen Button hinzufügen und das muss in ein Blockelement rein. Das muss nicht jeder verstehen, egal. Button. Upsala. Da könnte man mir jetzt unterstellen, dass es Absicht war, war es aber gar nicht. Plus 1 schreibe ich mal in den Button rein. So. Jetzt haben wir hier einen Button. Passiert natürlich noch nichts, wenn man draufklickt. Wir können den Button jetzt aber auch verändern und sagen, dass wenn man auf den Button draufklickt, irgendwas passieren soll. Das schreibe ich aber direkt mal hier rein. OnClick. So. Und das sieht man jetzt nicht so oft, dass man in einem Attribut Leerzeichen drin hat. Das mache ich jetzt einfach nur, dass man es etwas besser sehen kann. Jetzt klaue ich mir nochmal diesen Text hier. So, kopieren, einfügen, fertig. Und fertig unser Counter. Das war wieder das Video. Nein, selbstverständlich nicht. Ich möchte nämlich auch eine Funktion haben, dass man automatisch hochzählen kann. Und das wird jetzt hier etwas zu kompliziert mit dieser Schreibweise. Und es ist auch nicht ganz so schön, das so inline zu haben. Hat zwar Vorteile, aber ich trenne das gerne. Also es wird normalerweise gern getrennt, dass man die Dokumentstruktur
Das Styling, das haben wir jetzt hier gar nicht, also zum Beispiel Farben und Schriftart und sowas. Und Skript, dass man das voneinander trennt. Und ich mache das deswegen jetzt hier, dass ich hier diesen Button eine ID gebe. Button Inc. So, für Increment. Document get. Nein, das wollte ich nicht. Get element by ID. Button Inc. Und man sieht, ich kopiere mir das nicht, weil ich einfach so schnell schreiben kann, weil ich schlau bin. On-Click gleich. So, jetzt mache ich das mal etwas breiter hier, dass man etwas mehr sehen kann in einer Zeile. So, was ich jetzt hier geschrieben habe, ich hab dem gesagt, wenn man draufklickt, dann soll er das hier ausführen. Das ist hier einfach eine Funktion. Also, das heißt, den Teil hier vorne können wir erstmal ignorieren. Das, was ich jetzt hier reinschreibe in die Klammern, wird ausgeführt. Das ist einfach genau das gleiche, was hier oben steht. So, dann mache ich noch gern Semikolon hinten dran und. Das können wir wieder wegnehmen. Dieser Code ist jetzt äquivalent zu dem, was wir eben hatten. Also, nachdem das alles erstellt wurde, ist wichtig, dass wir es in der Reihenfolge hier haben, weil wenn wir das jetzt zum Beispiel hier oben drin hätten, dann würden wir hier einen Fehler bekommen, weil ja, wir 0 bekommen, weil dieses Document get element by ID bla bla ergibt uns 0, weil er an der Stelle, also er führt das von oben nach unten aus, an dieser Stelle hier diesen Button noch gar nicht hat. Der steht ja erst hier unten. Und deswegen muss das Skript hier unten hin. Nicht so ganz. Es muss natürlich hier hin, so. Außerhalb des Bodies darf man nichts mehr hin tun. Und jetzt funktioniert es natürlich wieder. Und wir können natürlich auch eine Taste gedrückt halten, dann zählen wir ganz schnell hoch. Jetzt hat das hier aber einen kleinen Nachteil, diese Implementierung, nämlich verwenden wir. Also wir müssen, um den aktuellen Zählerstand zu bekommen, zum Beispiel angenommen, wir wollen jetzt hier einen zweiten Button haben, der das sagt. Button. Say. So. Und wenn wir raufklicken, dann soll er uns sagen, was für einen Zählerstand wir gerade haben. Würden wir das jetzt so machen wollen, Button Say get element by ID Button Say Punkt onClick. Haha. So. Wenn wir jetzt den Text ausgeben wollen mit einem Alert-Befehl, dann müssen wir, also ich sage erstmal Count gleich, so. Dann müssen wir jetzt diesen ganzen Kram hier nehmen und das rauslesen. Und das funktioniert natürlich. Aber es ist nicht so ganz effizient, weil jedes Mal, wenn das aufgerufen wird, muss der Browser erstmal das Element finden und dann den Text auslesen. Und das beides ist ein gewisser Aufwand. Was wir also jetzt schon mal machen können, wir können uns diese beiden Objekte Element Button Inc. Ich benenne das gern möglichst strukturiert, weil es würden jetzt manche wahrscheinlich einfach nur T oder was weiß ich nehmen als Name, aber ich nehme gern Namen, die eindeutig sind, also so ähnlich wie eine gut organisierte Ordnerstruktur beim Dateisystem, dass man anhand des Namens schon sofort sieht, wo das zu verorten ist und so weiter. Und natürlich haben wir auch noch das Element für das Display. Const Element Display gleich Document get Element by ID Display. Und dann haben wir als drittes Element, ich muss das jetzt wieder breiter machen, das ist nicht schlimm. Bevor das sich so anhört. So, gleich brauche ich die Breite, aber gar nicht mehr, egal. Const, ach, und hier bin ich jetzt mal schlau, statt das einfach neu zu schreiben. Es ist, manchmal ist Schreiben schneller als Nachdenken, aber manchmal ist auch Nachdenken schneller als Schreiben. Erst recht, wenn man parallel schreiben und nachdenken kann, das ist dann auch sehr gut. Oder wenn man schreiben, nachdenken und reden kann parallel, ist das natürlich auch sehr gut. Und dann können wir jetzt hier das auch überschreiben. Und hier das Display einsetzen. Und hier natürlich auch. Das hat er eben schon hervorgehoben. So, funktioniert natürlich immer noch. Jetzt können wir das ausgeben, haben 4. Und den Müll machen wir weg. Jetzt fällt mir als nächste Optimierungsmaßnahme ein. Hier haben wir einfach diese Funktion dreimal. Das ist etwas lang, deswegen überlege ich gerade, ob das auch so geht. Wir probieren das einfach mal. Warum nicht? So,
Wenn ich jetzt das hier einfüge, ach nee, dann hat er kein Sys, weil das ist immer, bezieht sich auf das Element. Naja, gut, dann mache ich das so. So, Document get element by ID. ID. So. Und schon haben wir eine Funktion, die viel kürzer zu schreiben ist. So. Was das hier ist, ist eigentlich einfach zu erkennen, das ist einfach nur eine Funktion. Das ist einfach eine kurze Schreibweise für Function mit einem Parameter ID und innerhalb der Funktion wird dann das hier ausgeführt. Und das hier heißt einfach Return. Also wenn wir da nicht so eine geschweifte Klammer machen, returnt einfach das, was dahinter steht. Also ich schreibe das mal kurz anders für diejenigen, die das nicht wissen. ID Return Document get element. Egal, Animation. So, man weiß, was ich meine. So, das ist einfach eine Kurzschreibweise dafür. So, dann funktioniert das natürlich immer. Habe ich ja eben gezeigt. Haben wir jetzt. Also, es funktioniert ja eigentlich ganz gut jetzt. So, jetzt könnte man schon behaupten, das reicht jetzt. Jetzt kann man aufhören an der Stelle. Was können wir denn noch machen, um das schwieriger zu machen? Ich habe eine Idee. Angenommen, wir wollen, dass der Zählerstand ausgeblendet wird. Das ist jetzt nicht sehr realistisch, aber ich mache es einfach mal. So, Button ID, Button Height. Height und Show. So, ich mache beides. Das ist ein Button, der umschaltet zwischen Height und Show. Und das muss ich natürlich auch noch ersetzen. Height. Das können wir auch einfach kopieren. Das funktioniert wieder toll. So. Ich möchte, dass, wenn man auf diesen Button Height draufklickt, der der dritte ist, dass dann der Zählerstand ersetzt wird durch Geheim. Ich zeige das mal. Nehmen wir mal also wieder das Display. Inner Text geheim. So. Hier haben wir jetzt unseren Zähler. Wenn wir jetzt das verstecken wollen, klicken wir rauf und es ist geheim. Wenn wir sagen, naja, das könnte gewollt sein. Also es könnte sein, dass wir das so wollen, aber nee, angenommen, wir wollen, dass er hier den Zählerstand uns sagt. Funktioniert schon mal nicht mehr. Und das, wop, 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 funktioniert leider auch nicht mehr. Was wir also machen müssen, ist, ja, man könnte natürlich auch ein zweites Element machen, das dann und das andere irgendwie ausblenden oder so, aber was eine viel saubere Lösung ist, dass wir die Logik von dem aktuellen Zustand trennen. Der aktuelle Zustand wird einfach gespeichert in einer Variable. Sagen wir einmal counter gleich 0 und let hidden false. So, und jetzt müssen wir, wenn wir das erhöhen, nur noch sagen, dass wir nicht mehr den Inner Text erhöhen, sondern wir wollen den Counter erhöhen und dann hier Counter reinschreiben. So, das funktioniert. Natürlich funktioniert, das habe ich ja geschrieben. Und ja, das ist jetzt Glück, dass wir an beiden Stellen Nullen haben, weil wenn ich jetzt bei 5 anfangen würde, würden wir anfangs 0 haben, erst beim Hochziehen 6 haben. Aber das können wir jetzt erstmal ignorieren. So. So, das Inkrementieren funktioniert. Funktioniert das Verstecken immer noch? Ja, das funktioniert auch, aber hier müssen wir natürlich noch den Counter wieder einsetzen, also unsere Variable. So. Das hier, das können wir auch erstmal so lassen. So. Tada! Es funktioniert. Und jetzt können wir es erhöhen und dann wird es wieder angezeigt. Mir fällt gerade auf, lassen wir diesen Scheiß hinten erstmal weg. So. Also angenommen, der Button, der soll es einfach ausblenden. Sobald man das erhöht, wird das wieder angezeigt. Noch einfacher. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir an zwei verschiedenen Stellen stehen in der Text gleich sonst was. Ich verspreche mir komplett selbst. Egal. So, machen wir dann das doch so, dass wir hidden false machen. Ich möchte nämlich, dass der beim, wenn wir, hier steht der Ho Show hinten dran. Oh, wieder so ein Versprecher. Naja. Dann soll er das umkehren. Das Ausrufezeichen heißt nicht und hidden ist ein Boolean, also war ja oder nein. Und das heißt also, wenn das vorher ja war, ist es dann danach nein und andersrum. Also wird umgeschaltet. Und jetzt können wir dahinter dann eine
ich mache das mal noch naiver erstmal. Der schlaue Zuschauer kann sich schon denken, was ich gleich daraus mache, aber egal. Ich zeige das erstmal auf den naiven Ansatz, wo wir dann ein bisschen doppelt schreiben. So. Wenn das versteckt ist, soll da drin stehen geheim. Ansonsten soll drin stehen was wohl? Natürlich der Counter. Und jetzt können wir irgendeine Zahl hochzählen und das verstecken. Und das auch wieder anzeigen. Und wenn wir hochzählen, wird das immer noch angezeigt. Und hier haben wir natürlich einen Bug sofort, weil... Also, jetzt ist es ausgeblendet. Wir erhöhen das. Und er blendet das nicht aus. Warum? Logischerweise, weil er immer noch denkt, dass es ausgeblendet ist und wir einfach an einer anderen Stelle das HTML-Element verändert haben. Wir müssen, um das zu fixen, einfach das hier auch hier tun. Weil natürlich, wenn wir hochzählen und das versteckt ist, dann wollen wir eben nicht jetzt die Zahl anzeigen, sondern immer noch geheim anzeigen. Jetzt wird es natürlich funktionieren. So. Funktioniert natürlich. Das ist jetzt natürlich doof in dieser Weise, weil wir das jetzt an zwei Stellen stehen haben. Was können wir also machen? Ganz einfach. Wir können uns eine weitere Funktion machen, die nennen wir dann Render. Ich schreibe die mal praktischerweise unten hin. Funktion oder Update. So. Egal, ich mach's doch Render. So, Render und diesen ganzen Kram hier tue ich einfach in diese Funktion hier rein und dann rufen wir an den Stellen, wo wir das vorher hatten, Render auf. So, natürlich funktioniert das immer noch. Und das Schöne ist, dass wir jetzt den Teil, wo wir uns drum kümmern, was wir anzeigen wollen, hier unten in der Funktion drin haben. Hier wird nichts verändert. Also hier wird nur das HTML verändert. Und hier oben wird kein HTML verändert. Und das Einzige, was wir hier verändern, ist unser State, unser Zustand von dem Programm, der hier ist, der in dem Teil. Und hier unten greifen wir nur auf den State zu, aber ändern ihn nicht und ändern HTML. Also es ist getrennt. Ich mache mal einen Kommentar hin. State, ein Pfeil zu HTML. Also von unserem State, von unserem Zustand, ich schreibe es mal auf Deutsch, manche können ja kein Englisch, von unserem Zustand wollen wir den Zustand in HTML reinbringen und hier ist unser Zustand und hier sind die Zustandsveränderungen. Zustand zu einem anderen Zustand, hahaha. Aus einem Zustand wird ein anderer Zustand, weil der Zustand ist ja das Ganze zusammen. Also natürlich können wir sagen, das hier ist ein Zustand, also 0 ist der Zustand von Counter und False ist der Zustand von Hidden. Aber insgesamt abstrakt betrachtet haben wir einen Zustand. Das ganze Programm ist ein Zustand. Man kann sich das vorstellen wie beim Computer den Arbeitsspeicher. Wenn man den gesamten Arbeitsspeicher auf der Festplatte speichert und dann beim nächsten Start den ganzen Arbeitsspeicher lädt, ist der Computer in demselben Zustand wie vorher, virtuell. Deswegen ist der Zustand eine Sache. Ein Zustand, der aus mehreren Variablen in dem Fall besteht. Ja, diese Sachen bringen uns von einem Zustand zu einem anderen Zustand. Habe ich schon erklärt, sehr schlau. Jetzt möchte ich noch eine weitere Sache machen. Ich möchte das hier nicht... genau. Erstmal eine Kleinigkeit vorher. Was ist denn, wenn wir wollen, dass der Counter bei 0 anfängt? Ja, ist nervig, weil dann müssen wir das hier oben auch noch ändern. Und das will ich nicht. Deswegen machen wir das jetzt so, dass wir Render einfach am Anfang auch schon aufrufen. Tada! Es funktioniert. So. Und wir müssen halt immer dafür sorgen, dass Render einmal am Anfang ausgeführt wird, damit wir den initialen Zustand haben und ausgeführt wird jedes Mal, wenn wir den Zustand verändert haben. Hier haben wir den Zustand nicht verändert, das ist streng genommen jetzt, gehört das eigentlich nicht dazu. Aber naja, wir lesen den Zustand so. Also immer wenn der Zustand geändert wird, irgendein Teil unseres Zustandes verändert wird, müssen wir Render nochmal aufrufen, damit HTML geupdatet sind und nicht nur irgendwie im Hintergrund der Zustand anders ist, sondern wir auch sehen, was der aktuelle Zustand sein soll. Ich möchte jetzt dafür sorgen, dass dieser Hide- und Show-Button nicht Hide-Show anzeigt, sondern dass er abhängig davon, ob gerade Hidden an ist oder nicht, da Hide oder Show steht. Und wie machen wir das? Das machen wir ganz einfach, indem ich den Button Hide nehme und hier sage, und ja, jetzt habe ich das nicht gemacht wie eben, aber egal, kann gleich gemacht werden.
So, wenn gerade das hidden ist, dann schreib mal Show, also für Anzeigen. Und wenn das gerade nicht gehidden, nicht versteckt ist, dann soll das Hide haben. So, und das funktioniert natürlich. Was ich jetzt noch unschön finde an dieser Implementierung, dass das, was ich eben angedeutet habe, ist, dass wir diesen ganzen Kram hier doppelt haben. Und das können wir vereinfachen, indem wir das so schreiben. So, also wir wissen ja, in beiden Fällen setzen wir das ja. Wenn das hier eintritt und wenn das hier eintritt, also bei beiden if-Armen sozusagen, wird das hier gesetzt und das hier gesetzt. Und das heißt, wir können das ausklammern sozusagen. Wir können das rausholen, weil das wird so oder so aufgerufen. Der braucht so oder so das. Wir haben keine if-else-Variante, wo irgendwie das hier so gelassen wird, sondern wir schreiben es immer. Und deswegen können wir es rausholen und dann muss er nur einmal das hier nachgucken, die Eigenschaft und so, bla bla bla. Und jetzt gibt es eine Schreibweise mit Fragezeichen und Doppelpunkt, die ich jetzt zeige, nämlich der innere Text von dem Display soll sein, wenn hidden, dann geheim und ansonsten Counter. So, den Kram können wir schon mal weglassen und jetzt machen wir nur noch die andere Seite, nämlich das hier. Und man braucht übrigens die Klammern eigentlich nicht, aber ich schreibe das ganz gerne so, damit wir das in mehreren Zeilen haben. Das lässt sich besser sehen irgendwie, auch mit der Einrückung, finde ich. Naja, so. Hidden. Wenn es versteckt ist, dann soll da Show drin stehen. Ansonsten soll da Hide drin stehen. Jetzt können wir den Scheiß hier unten löschen. So, und es funktioniert natürlich immer noch. Tja. Das funktioniert ja gut. Den Teil hier oben können wir auch weglassen, weil das sowieso abgedatet wird von da unten. Den Teil können wir auch weglassen, weil das JavaScript hier unten das bei Render ja sowieso überschreibt. So, ja, jetzt ist unser schönes Programm fertig. Könnte man meinen. Aber jetzt möchte ich zeigen, wie man das jetzt hier übertragen würde in meinen Webframework GUI. Also jetzt bitte abschalten sofort, das wird jetzt uninteressant. Als erstes brauche ich dafür ein Skript, also einen kleinen Schnipsel, der sich hier finden lässt bei meinem GUI-Projekt. Nämlich das hier. Und ich möchte die Entwicklungsvariante haben. Also ich möchte, dass wir Fehlermeldungen bekommen, wenn wir irgendwas falsch machen. Dann möchte ich, wie mache ich das jetzt, um beides da zu lassen? Gar nicht so einfach. Ich schreibe das oben hin, genau. So machen wir das. Unten ist das Alte und darüber kommt das Neue. Nein, das ist bescheuert. Unten kommt das Neue natürlich hin. So, Script. Ach ja, Moment. Mir fällt gerade auf, wenn wir schon dabei sind, speichere ich das mal, wie wir es eben hatten, als Variante und kopiere das. Kopieren, einfügen und das nennen wir dann mal Counter Vanilla. Vanilla heißt JavaScript, wenn man keine Frameworks oder ähnliches benutzt, sondern einfach nur JavaScript hat. Ohne irgendwelchen Zauberei. Ah ja, und hier kann ich es nicht mehr einfügen, was ich eben da hatte, aber ich kann es rückgängig machen. Hahaha. Damit hat das Schicksal nicht gerechnet. So, wir könnten jetzt parallel. Ah ja, gute Idee. Ich kann ja beide Dateien parallel öffnen. So, rechts öffnen. Wie machten wir das? So. Langsam wird es ein bisschen zu voll. Können wir das auch unten öffnen? Ja, das funktioniert. So. Jetzt haben wir. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. So, das möchte ich unten teilen. Jetzt sieht man auch gleich ein Tutorial, wie man hier spaltet. So, oben ist das Original, unten ist jetzt die GUI-Variante. Jetzt kann ich das endlich hier löschen, den ganzen Scheiß. Und ein Script-Element machen, wo jetzt unser eigener Code reinkommt. So, wie fangen wir denn an? Das steht natürlich hier auch irgendwo. Da. Irgendwo in diesem langen Text. Man muss natürlich schlau genug sein, Texte lesen zu können. Louis Init, so.
kopieren wir uns das einfach mal. Wobei, nee, wir kopieren uns das nicht, weil ich schlau genug bin, das so zu schreiben. Also diese Script-Datei tut die ganzen Funktionen aus meiner Bibliothek in die Variable Lui rein und deswegen können wir hier schreiben Lui init. Und in die Funktion Lui init tut man die Wurzelkomponente rein und das ist einfach eine Funktion ohne irgendwelche Parameter. Ich mache das mal mit mehreren Variablen. Wir haben einmal die Body-Attribute, also die Eigenschaften vom Body, da haben wir aber gar keine, deswegen nehme ich mal 0. Ich schreibe das jetzt möglichst dumm, damit auch jeder das versteht und ich behaupte, dass das zu schwer wäre. Und jetzt haben wir Body-Content. So, und diese Funktion, die man LuiInit übergibt, die muss diese beiden Sachen übergeben. Nämlich erstmal Body Attribute und dann Body Content. Das sind die beiden Rückgabewerte von der Funktion. In Body Content kommt dann rein, was da halt drin sein soll. Und den Inhalt schreibt man nicht jetzt mit HTML. Also wenn wir jetzt dieses P-Element hier oben haben wollen für Display, das schreibt man dann nicht so. Es gibt Frameworks und Sprachen, wo man das so kann, aber wir müssen JavaScript benutzen, weil das ja hier ein JavaScript-Tag ist, da können wir kein HTML einfach drin verwenden. Man schreibt stattdessen lui.node.dom, so heißt die Funktion, und dieser übergeben wir, was für ein Typ, was für ein HTML-Element das sein soll. Und das funktioniert nicht. Das ist richtig toll. Warum funktioniert das nicht? So eine Scheiße. Komisch. Wir haben hier Lui. Wir haben Lui init. Das ist jetzt doof. Naja, dann gucken wir uns mal hier ein Netzwerk an. Wird auch alles geladen. Ja, Lui wird geladen. Das ist gut. Jetzt könnte man verzweifeln, aber ein Glück, dass ich ein Mensch bin, der nicht so schnell verzweifelt, sondern extrem viel Geduld hat. Und deswegen gucken wir einfach mal rein, was passiert. So, Lui Innert bekommt dieses eine Element. Ist das denn richtig? Ich gucke nochmal rein. Das ist eigentlich offensichtlich, aber... Genau, es returnt das erste und das zweite. Returnen wir das dann auch? Ja, wir returnen beides. Ich habe eine Idee. Wir gucken mal, ob er das hier überhaupt ausführt. Console, log. Und guck mal rein. Ja, das führt er aus. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Was ist das hier? Warum geht das nicht? Why doesn't this work? Muss ich vielleicht das anders schreiben? Nicht Node DOM oder so? Oder? Ach nein, ich Idiot. Ja, natürlich, es hat funktioniert. Wir haben das P-Element da. Es steht nur nichts im P-Element drin. Diese Dummheit. Und alles ungeschnitten. Naja, ich könnte es rausschneiden, aber es ist, glaube ich, unterhaltsamer mit Dummheit drin. Und ich schreibe das mal so zusammen. Node DOM P. So, das hat funktioniert. Ich möchte, dass dieses P-Element einen Inhalt hat. Nämlich, so macht man das. Also man gibt als zweites Argument diesen Node DOM, was für Attribute das P-Element haben soll. Und da gibt es auch die Eigenschaft innerText, die uns natürlich bekannt vorkommt. Und dann können wir jetzt 0 reinschreiben und haben 0. Ja, das hat funktioniert. Ich möchte jetzt aber noch, bevor wir jetzt gleich Node DOM und da immer einen Lui-Punkt davor schreiben, möchte ich das rausholen aus diesem Objekt. Und das können wir machen, indem wir schreiben, ich mache das mal für beide, Lui.init und const Node DOM gleich Lui.node DOM. Jetzt können wir dieses Lui-Punkt davor wegnehmen. Das ist etwas schöner und das wird auch besser optimiert, wenn man das Ganze optimieren lässt später.
weil dann das hier einfach nur in ein Zeichen lange Variablen umbenannt wird. Das hier oben können wir noch viel schöner schreiben. Das habe ich natürlich nur für Dummies gemacht. Wir können nämlich einmal schreiben Node DOM, init, gleich Louis. Und wir haben immer noch unsere 0. Jetzt brauchen wir unseren State. Also ich möchte erstmal möglichst einfach wieder anfangen, wie eben Counter also. Counter, wo schreiben wir Counter hin? Wir könnten natürlich hier oben let counter gleich 0 hinschreiben. Oder nee, fangen wir einfach bei 5 an, weil man das dann besser sehen kann und tun hier Counter rein. Und wir haben 5 von Anfang an. Diesen Teil mit Rendern, dass Render aufgerufen wird, das macht Louis nämlich automatisch. Also Louis ruft automatisch hier nach Render auf. Vereinfacht ausgedrückt. Es ist nur effizienter. Also es wird nicht. Hier wird ja alles neu gesetzt und Louis guckt nach, was sich verändert hat oder verändert haben könnte und rendert nur das. Deswegen bei großen Projekten mit hunderten Sachen ist Louis viel, viel schneller als dieser Ansatz hier. Unser Counter funktioniert. Jetzt möchte ich einen Button haben, der das erhöht. Und dafür machen wir jetzt das Div-Element darunter. Und in das Div-Element kommen jetzt die Attribute rein und das soll aber gar keine Attribute haben, deswegen 0. Soll ja nur ein nacktes Div-Element sein, ohne irgendwas. Und es gibt den dritten Parameter und das sind die Child-Nodes, also die Kind-Elemente, die da wieder reinkommen. Und hier kommt jetzt der Button-Increment rein. Man bemerke übrigens, dass wir hier gar keine IDs brauchen. Hier oben brauchten wir IDs, um die Sachen zu verändern. Also wir mussten erstmal die Elemente da hinschreiben in HTML und dann unten mit diesem GetElementById-Rotz uns holen. Und der Teil fällt weg, weil Louis erstellt die Elemente mit DocumentCreateElement und gibt sie zurück intern. Also wir brauchen diese IDs überhaupt nicht. Da soll jetzt ein Button rein. Und dieser Button soll als Text haben. Und man kann Attribute, habe ich ja eben hier gesagt, hier reinschreiben, aber wenn ein Attribut sich nie verändert, sondern immer das gleiche, den gleichen Wert hat, dann können wir das auch hier hinschreiben, direkt hinter den Namen. Und das soll plus 1 sein. Das funktioniert natürlich nicht, verdammt, ich muss natürlich inner Text gleich. So. Unser Button ist da. Jetzt möchte ich natürlich, dass der Button auch etwas macht. Und was soll er machen? Ich schreibe das mal hier als weiteres Attribut hin. OnClick Wenn man raufklickt, soll er Counter erhöhen. Bop, 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 es funktioniert nicht. Warum nicht? Das ist natürlich geplant von mir gewesen, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert deswegen nicht, weil du ja gar nicht weißt, dass es neu rendern soll. Ja? Weil wir haben ja nur diese, wenn man raufklickt, diese Variable hier verändert. Aber nicht, halt nicht gesagt, dass es wieder rendern soll. Wir könnten jetzt einfach Hook Re-Render nehmen. So, dann funktioniert das auf magische Weise. Aber das wäre auch viel zu leicht. Deswegen machen wir das nicht so. Weil Hook Re-Render sorgt einfach dafür, dass es bei jedem 60 Mal pro Sekunde einfach neu rendert. Also die ganze Zeit neu rendert, ja. Naja, deswegen geht das, aber es ist nicht so effizient, weil das dann die ganze Zeit gucken muss. Also Louis muss dann die ganze Zeit gucken, ob sich hier der Counter verändert hat oder nicht, also der Inner Text. Was nicht so aufwendig ist. Also man sieht, die CPU-Auslastung hier ist jetzt nicht spürbar höher, aber es ist nicht so sauber. Es wäre schöner, wenn er das nur rendert, wenn auch der Wert sich verändert. Und dafür gibt es einen Trick, dafür habe ich in Louis selbst eingebaut, sogenannte Hooks. Hook State gibt es da zum Beispiel. Und Hook State ist eine Funktion, die gibt uns die Möglichkeit, eine Variable zu haben, die von Louis verwaltet wird. Const Counter Hook State. Und da kommt der Initialwert rein, also 5, das, was es am Anfang sein soll. Und Hook State gibt uns aber zwei Sachen zurück, genau gesehen. Das eine ist der Wert, das funktioniert natürlich weiterhin. So. Aber erhöhen können wir es jetzt nicht, weil, oh, komisch, wir haben ein Const. Warum bin ich denn so blöd und nehme hier auch eine Konstante? Also man kann das ja gar nicht mehr verändern. Wie soll ich denn das verändern, wenn das eine Konstante ist? Verdammt. Ist klar,
Weil wir sollen das ja auch gar nicht direkt verändern, weil wenn wir das direkt verändern, wie eben gesagt, können wir das nirgendwo feststellen. Wie soll Louis merken, wenn wir irgendwo eine Variable verändern? Irgendwie sagen x gleich 5. Das können wir nirgendwo abfangen irgendwie. Deswegen müssen wir Louis das mitteilen. Und um uns zu zwingen, dass wir nicht versehentlich irgendwas verändern, ohne Louis das mitzuteilen, bekommen wir hier eine zweite Sache zurück, einen zweiten Rückgabewert. Und das ist eine Setter-Funktion. Das ist eine Funktion, der wir den neuen Wert geben können. So, also um unsere Variable Counter auf einen neuen Wert zu setzen, setzen wir nicht einfach die Variable selbst, sondern wir rufen Counter Set auf und geben den neuen Wert ein. Und das funktioniert natürlich. So, ist das schon mal geregelt. Was gibt's dann noch? Dann möchte ich jetzt diesen Kram mit dem Say machen. Das wird natürlich ganz einfach, genauso wie eben. Ich kopiere das jetzt einfach mal. Button inner Text. Say. Nee, Say habe ich groß geschrieben. Man muss sich natürlich konsistent bleiben. Alert. Und in dieses Alert kommt Count plus Counter rein. Ja, hier unten natürlich. Und es funktioniert. Jetzt möchte ich den dritten Button drin haben. Und dafür kopiere ich das hier und schreibe rauf. Ich mache mal wieder Show Hide erstmal. Den Teil, dass sich das ändert, können wir gleich machen. Ich möchte, dass das versteckt wird. Ha, komisch. Jetzt können wir ja gar nicht einfach inner Text gleich hidden machen, wie wir das eben hatten. Also geheim. Wir können ja gar nicht sagen inner Text. Also wir können ja gar nicht drauf zugreifen. Wir haben ja gar keine ID. Wir können jetzt gar nicht sagen get element by ID, display inner Text hidden. Das können wir gar nicht. Man könnte das als Einschränkung sehen, dass wir es nicht können. Aber nein, im Gegenteil, es ist sehr, sehr gut, dass wir das nicht können, weil uns das daran hindert, Fehler zu machen, die wir später sehr schwer beheben können. Oh ja. Wie können wir also jetzt dafür sorgen, dass es versteckt ist? Wir machen das einfach so wie hier eben. Wir machen uns wieder eine Variable dafür. Const hidden, hidden set, hook, state. Und es soll am Anfang nicht versteckt sein. False. Und jetzt können wir uns wieder, um den Text auch auszublenden, hier oben bei inner Text. Counter, dieses schöne Ding da mit dem Fragezeichen wieder reinmachen. Nämlich, wenn das versteckt ist, dann soll da geheim, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen stehen. Ansonsten soll da, ach, das hier stehen. So. Der Button hier macht noch nichts, weil wir da noch nichts drin stehen haben. Wir wollen, wenn man darauf klickt, dass hidden gesetzt wird. Da brauchen wir natürlich diese Funktion hidden set, weil das ist ja eben eine Konstante. Hidden Set, True. Und jetzt blenden wir das mal aus. Es funktioniert. Aber es bleibt auch versteckt und wir wollen das ja so machen, dass es ja, sich umtauschen lässt und deswegen schreiben wir dann Hidden mit einem Ausrufezeichen davor. Und das funktioniert natürlich. Als nächstes möchte ich dafür sorgen, dass da nicht Show Hide, sondern nur eins von beiden steht. Und das können wir auch einfach machen, indem wir hier ein weiteres Attribut davor machen. Ich sortiere das ganz gern alphabetisch. Also wir müssen jetzt inner Text da unten reinschreiben. I ist vor O, so viel weiß ich jetzt. So. Und hier können wir jetzt sogar einfach das kopieren, weil wir gar keine weitere Magie hier haben. Und das funktioniert immer noch. Das setzt er vorher, deswegen können wir das entfernen. Also ähnlich wie wir hier oben das hier entfernt haben, können wir das auch hier unten beim statischen Teil verändern, weil das wird ja eh gesetzt. Ja, naja, egal. Ja, jetzt könnte man sagen, dass das Programm schon fertig ist. Ich möchte das jetzt aber noch etwas weiter fortführen. Wir sind jetzt schon bei dem Teil, den wir hier oben eben hatten. Ich möchte aber es auch noch mal kommentieren, dass wir das hier getrennt haben. Zustand
ist hier oben. Und hier unten ist der Teil, der zuständig ist, den Zustand in HTML zu überführen. Also die View. Ich führe das mal ein. Das oben ist unser State und das hier, das ist in der Fachsprache unsere View, unsere Ansicht. Und ich möchte jetzt noch etwas hinzufügen, nämlich möchte ich gerne noch, das können wir jetzt wegnehmen, diesen Scheiß, ich möchte gerne noch hier, dass die Darstellung von den Umtransformationen trennen. Und deswegen machen wir einen weiteren Teil hier oben hin, Zustand zu Zustand. Und das sind unsere, unsere Datenmanipulation, Transformations, nenne ich das jetzt mal. So. Nehmen wir als erstes mal, also die One-Clicks, die drei One-Clicks, die wir haben, oder eigentlich können wir gleich alle drei nehmen, ist egal. Die, das ist völlig einfach, die werden einfach rausgeholt. Const. Increment const say, ach, das muss ich ja gar nicht schreiben. Und jetzt kommt const hide toggle. Toggle deswegen, weil das ja nicht nur hidet, sondern auch umschaltet und Toggle heißt umschalten. Und jetzt müssen wir einfach nur hier unten diese Sachen einfügen. Funktioniert natürlich genau wie vorher. Und jetzt haben wir diese drei Teile von diesem Programm richtig schön getrennt. Hier oben sehen wir auf einen Blick, was für einen Zustand wir haben. Also alles, was wir hier unten verwenden, hängt alles von dem hier ab und von nichts anderem. Das ist wichtig, das zu verstehen, dieses Konzept. Wir müssen, wenn wir irgendwas darstellen wollen, irgendwelche Fragen haben an den aktuellen Zustand, nur hier oben gucken und hier haben wir alle Zustände, alles was irgendwie an Daten, alle Daten, die wir gerade im Programm drin haben, alle dynamischen Daten, sind hier oben aufgelistet. Jetzt möchte ich noch etwas einführen, ein weiteres Konzept, nämlich was ein Reducer ist. Hook State. Beim Hook State ist es ja so, wir haben einmal den aktuellen Zustand und dann eine Funktion, mit der wir den Zustand ändern können. Aber den Zustand ändern wir ja nur zu dieser einen einzigen Sache. Also wir setzen den Zustand ja immer nur auf das genaue Gegenteil vom vorherigen und sonst machen wir ja gar nichts. Mit dem, also wir setzen den niemals jetzt hin auf True oder False. Könnte sein, dass man es später braucht. Aber jetzt angenommen, wir wissen, dass es einfach nur immer an, aus sein soll. Da wäre es ja einfacher, wenn wir diese Funktion gar nicht bräuchten, weil das ja... ich kann das scheiße erklären, egal. Und deswegen führe ich erstmal ein Hook Reducer F, so, weil es eine Funktion ist. Kann man alles nachlesen in dieser richtig schönen Dokumentation hier. Hook Reducer F, so. Da haben wir auch in der React-Dokumentation, was es ist. Aber die liest ja eh keiner und lesen ist auch kacke. Deswegen einfach zugucken, weil ich das mache. Wir möchten jetzt für hin statt Hook State Hook Reducer F nehmen. Out. Ich guck mal kurz in der Referenz nach. Als erstes die Umwandlungsfunktion und als zweites eine Funktion, die uns den initialen Wert gibt. So, machen wir das mal. Als erstes kommt die Umwandlungsfunktion. Und die bekommt immer den aktuellen Zustand und gibt uns den neuen Zustand zurück. Und der ist das Gegenteil von State. So. Jedes Mal, wenn hidden toggle ausgeführt wird, wird der Zustand von dieser Variable der Gegenteil vom vorherigen Zustand. Also diese Funktion bekommt immer hier, die wir hier übergeben, bekommt als einziges Argument immer den bisherigen Zustand und gibt den neuen Zustand zurück. So. Als zweites Argument haben wir eben gesehen, wird der initiale Wert zurückgegeben.
Da kriegen wir gar nichts rein, weil das halt der Initiale ist, also am Anfang, und das soll einfach nur void sein. Funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch den Kram hier wegschmeißen. Und hier unten das andere einsetzen. Und es funktioniert natürlich. Und ja, was bringt uns das jetzt? Man könnte jetzt einwenden, das bringt uns verdammt nochmal gar nichts. Aber, doch, es bringt etwas, weil wir dadurch nämlich eine gewisse Schönheit hier haben. Wir haben einen State, bei dem wir keine Manipulation haben. Also der wird nirgendwo verändert. Wir haben ja gar kein Hidden Set. Das heißt, wenn wir wissen wollen, was für einen Zustand dieses Hidden hat, müssen wir nirgendwo anders gucken, ob irgendwo Hidden Set aufgerufen wird, sondern wir wissen ganz genau, aha, Hidden kann nur zwei Werte haben, nämlich einfach nur True oder False. Und am Anfang hat es False. Also es ist schön an einem Ort. Naja, und eben, wir müssen keine eigene Funktion mehr hier definieren, sondern kriegen direkt die Funktion, die wir hier einsetzen können. Bei Counter geht das nicht, weil bei Counter verwenden wir für mehrere Sachen. Also es geht nicht, könnte man jetzt denken. Aber natürlich gibt es auch hier eine Möglichkeit, nämlich können wir auch hier einen Reducer für benutzen. Nämlich können wir sagen, Hook Reducer. Das ist jetzt übrigens kompliziert. Also wer das jetzt noch versteht, der ist schon, der muss schon sehr schlau sein. Hoho, zum Beispiel. Nein, egal. Counter-Actions. Oder Transformations können wir das auch nennen, aber ich nenne das jetzt hier mal Actions. Und das ist eine Liste an möglichen Operationen, die wir, an möglichen Transformationen, weil hier gibt es ja nur eine einzige Transformation. Hier können wir nur den Wert umtauschen und toggeln. Was ist aber, wenn wir mehrere Operationen haben wollen, das damit zusammenfassen wollen? Dann können wir das eben auflisten. Als erstes kommt die initiale Aktion, in Anführungszeichen, also der Eingangswert, das ist 5, das ist der Startwert. Dann können wir uns, also diese beiden Sachen möchte ich jetzt hier auch drin haben, dann machen wir uns mal eine Funktion, ich kommentiere das mal, ich schreibe das mal in Reset oder Initial kann man das auch nennen, aber Reset ist so in der Fachsprache allgemein und es wirkt auch als Reset, weil wir könnten das ja immer noch später aufrufen, dann sind wir wieder am Anfang. Haha. Dann haben wir Increment, ja, richtig geschrieben. Und bei Increment, ähnlich wie hier, halt bei diesen Reducern kriegen wir immer den vorherigen Zustand und geben den neuen Zustand zurück. Und das ist State plus 1. Und dann Say, das wird jetzt etwas weniger elegant hier, weil wir gar nichts verändern. Wie stellen wir denn da, wenn wir gar nichts verändern? Wir geben einfach den vorherigen State zurück. Und ja, das ist schwachsinnig, die Funktion, die bringt jetzt noch gar nichts. Deswegen schreiben wir das dann so, dass wir mehrere Sachen reinnehmen können. Und jetzt muss ich auch die, muss ich eigentlich nicht, aber egal, die etwas kompliziertere Schreibweise nehmen. Also erstmal, wir haben eine Funktion, die den vorherigen State zurückgibt. Und davor möchte ich aber, dass wir noch das hier sagen. Und State ist ja dann unser Counter. So. Jetzt ersetze ich das hier durch Hook Reducer und Hook Reducer braucht unsere Aktionen. Dann tun wir das wieder unten rein. Ja, tun wir. Diese Zustand-zu-Zustand-Scheiße kommt jetzt wieder weg, weil das jetzt schön integriert ist da oben. Und bei Increment rufen wir auf. Ach so, ja, wichtige Änderung. Jetzt haben wir kein Setter mehr. Ich will ja eben nicht mehr, dass wir das einfach von irgendwo setzen können, wo wir gar nicht wissen, wo das herkommt. Und deswegen nennen wir das Counter Action. Also es soll eine Aktion aufgerufen werden für den Counter. Und so, die wievielte Aktion in unserer Liste ist das? 0, 1. Und wir können das übrigens noch schlauer machen, dass wir uns nicht die blöden Zahlen merken können. Das ist auch nicht so gut lesbar. Counter reset 0 const counter increment 1 const, das ist unser Inhaltsverzeichnis sozusagen. Counter say 2. Jetzt können wir hier das reintun und hier unten
Counter Action aufrufen. Counter Save. Und natürlich funktioniert das. Jetzt können wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben nämlich jetzt ja zwei verschiedene Variablen. Und wir können das beides auch zusammenfassen in einen einzigen State, in einem einzigen Reducer, was auch immer das bringt. Und dazu nenne ich das jetzt mal einfach nur Actions. Also es gibt ja das Konzept von Objekten. Wir können ja einmal sagen A gleich 1 und B gleich 2. Aber wir können auch ein Objekt nehmen, wo wir beides als Eigenschaften reinmachen. Wo wir dann sagen können, A ist 1 da drin und B ist gleich 2. Dann können wir x.a schreiben und oder x.a gleich 3. Und dann haben wir diese Eigenschaften da drin. Das kennt natürlich jeder, aber ich will es nur kurz zeigen. Und wir können ja auch, statt eben hier nur eine Zahl beim Counter als Eingangswert zu haben und bei dem hier ein False als Eingangswert zu haben, können wir auch ein Objekt als Eingangswert haben. Und deswegen ändere ich das jetzt so um, dass wir das nur noch Actions nennen. Dann das hier State nennen. Und statt State Action können wir das auch einfach nur direkt Action nennen. So. Dann möchte ich jetzt hier zu unseren verschiedenen Aktionen noch die Aktion dazu machen, Show Height Toggle. Da brauchen wir natürlich auch eine Zahl wieder für, dass wir das verwenden können. Und ich vertippe mich die ganze Zeit, weil ich so blöd bin. So und 3. Height Toggle ist jetzt die dritte. So, jetzt müssen wir aber natürlich die Struktur ändern, weil das ist ja jetzt noch nur diese eine Zahl, aber wir wollen ja, dass wir eine Zahl, also dass das beides in einem ist, dass wir die eine Eigenschaft ist der Counter und die andere Eigenschaft ist das Hidden. Und das können wir schreiben als Objekt, also wir können ein Objekt zurückgeben, so funktioniert das nicht, weil das ist dann ja leider diese Schreibweise wie hier, deswegen müssen wir da eine Klammer rummachen, so, und das ist jetzt ein Objekt. Und hier können wir dann sagen Counter 5 und Hidden False. Das ist unser initialer Zustand. Also wir haben jetzt den State. Ich habe ja vorgesagt, dass der State aus mehreren Variablen besteht. Wir haben den State jetzt in buchstäblich eine einzige Variable reingetan. Also wenn ich hier fertig bin, haben wir den ganzen State in einer einzigen Variable drin. Und jede Veränderung des States geschieht über diese eine einzige Funktion. So, was passiert denn bei Hidden? Das habe ich ja vorher gesagt, wir geben ja jedes Mal den neuen Zustand zurück. Und der neue Zustand ist, naiv könnten wir sagen, der Counter ist wie der vorherige Counter und Hidden ist wie das vorherige Hidden. Das ist aber etwas nervig, weil was ist, wenn wir jetzt später eine dritte Eigenschaft hinzufügen? Und deswegen kann man das auch viel einfacher schreiben, nämlich kann man in JavaScript auch schreiben State. Diese Schreibweise heißt einfach, kopiere alles da rein. Also alles, was da drin steht, kopiert er erstmal in dieses neue Objekt rein. Das klingt aufwendig, aber ist sehr, sehr schnell, weil er nur die Referenzen nimmt. Und nachdem wir alles reinkopiert haben, also nachdem wir einen Klon haben von dem vorherigen, an dieser Stelle hier, wenn das fertig ist, haben wir einen Klon vom vorherigen Zustand. Es ist nicht derselbe, weil wir können ja ein Objekt schreiben und dann fragen, ob es dasselbe Objekt ist. Und das ist false. Weil Objekte... wie kann ich das erklären? Bei einer Zahl, wenn wir eine Zahl vergleichen, dann vergleicht er direkt den Wert. Also was für eine Zahl das ist. Was da drin steht in der Zahl. Oder wenn wir einen Text nehmen. A gleich A, das ist auch richtig. Bei Objekten allerdings vergleicht er nicht den Inhalt, sondern bei Objekten vergleicht er die Instanz sozusagen. Man könnte sich das vorstellen wie eine ID. Ah, genau. Gleiche und selbe, das ist der Unterschied. Bei Zahlen guckt er, ob es das Gleiche ist, ob die beiden gleich sind, den gleichen Wert haben. Wenn wir zum Beispiel zwei 2-Euro-Stücke haben, die sind gleich, die haben den gleichen Wert. Aber es ist nicht dasselbe 1-Euro-Stück. Und bei Objekten eben, da guckt er, ob es dasselbe ist und nicht, ob es das Gleiche ist. So. Und deswegen müssen wir jedes Mal ein neues zurückgeben, weil sonst, wenn wir dasselbe Objekt wie vorher zurückgeben, also wenn wir sagen, irgendwie State verändern,
Das muss man sich hinter die Ohren schreiben. Wir dürfen auf keinen Fall was verändern. Wir dürfen den State, den alten, den wir bekommen, nicht verändern, sondern wir müssen einen komplett neuen State zurückgeben. Das ist sozusagen schreibgeschützt. Wenn man hier sagt State.hidden gleich sonst was, dann würde das einen Fehler geben. Man darf das nicht verändern, weil das ist ja das Alte. Das ist ja von gestern. Man kann ja nicht die Vergangenheit verändern sozusagen, sondern man kann sagen, wie die Zukunft sein soll. So, diesen Reducer haben wir jetzt fertig. Jetzt müssen wir uns nur noch um diese beiden hier kümmern. Hier wieder das gleiche. State. Das ist wieder für den vorherigen. Und das ist dann Counter. So, der State soll sein wie der vorherige State. Nur der Counter, der soll sein wie der vorherige Counter plus 1. Analog hier. Ach, nein, eben nicht. Hahaha, genau. Hier, wir verändern ja den State gar nicht, deswegen übergeben wir einfach exakt den State, den wir bekommen haben, zurück. Ganz einfach, wenn wir sagen, wir wollen morgen das gleiche haben wie gestern, sozusagen, dann ändert sich nichts. Hier müssen wir aber jetzt State.counter reinschreiben, weil wir jetzt, State ist ja jetzt eben dieses Objekt hier und nicht nur die Zahl. Aha, wir haben einen Fehler. Warum haben wir einen Fehler? Counter is not defined. Ich habe auch nicht so viel mitgedacht eben. Zeile 10? Nee, Moment. Achso, 64. Zeile 64, Counter is not defined steht da. Ah, ja, natürlich. Ich habe vergessen, den Teil hier abzudaten. Naja, vergessen eigentlich nicht. Ich habe einfach nur so gespeichert. Den Teil können wir jetzt wegschmeißen. Jetzt ist unser Zustand wirklich nur noch eine einzige Variable. Hier ist unser gesamter Zustand drin. Und hier ist unser... Alles, was wir verändern am Zustand, muss über diese Funktion geschehen. Es kann also auch, selbst wenn wir jetzt zu dritt arbeiten am Projekt oder 10 Leute an unserem Projekt später arbeiten, wenn wir diesen Code hier lesen, wissen wir ganz genau, dass wir nicht überall gucken müssen, sondern wir müssen für die Umwandlung hier gucken und nur gucken, wo dann diese Action aufgerufen wird. Das müssen wir dann jetzt noch umbenennen, weil das sind ja jetzt nicht mehr die Action nur für den Counter, sondern insgesamt. Und hier, wo wir Height Toggle hatten, da müssen wir jetzt hinschreiben Action Height Toggle. Ah ja, das gleiche. Wir müssen natürlich hier jetzt hinschreiben State.Counter. Wir können das aber auch rausholen wieder. Wir können hier ein Objekt hinschreiben. Nämlich die beiden Eigenschaften hier oben rausholen, Counter und Hidden. Und, oh Wunder, es funktioniert. Ja, das ist jetzt ein richtig schöner Code, wie ich finde. Was ich jetzt noch machen würde, wenn das jetzt mein Programm wäre, ist es ja auch, dann mache ich es natürlich, return diese beiden Konstanten brauchten wir nicht, wir haben das ja nur einmal verwendet. Jetzt möchte ich noch etwas hinzufügen, eine Spielerei, nämlich ich möchte, wenn das versteckt ist, wenn hidden an ist also, möchte ich die Hintergrundfarbe ändern. Das mache ich jetzt hier mal. S, da kommen die Stylings rein, also das, was bei Style bei HTML reinkommt. Und da soll Background, Color, Color gleich erstmal nur Yellow. Jetzt unser Hintergrund natürlich gelb. Jetzt möchte ich, wenn das hidden ist, soll das rot sein. Oder wir machen mal orange. Und das funktioniert nicht. Warum? Weil das Kacke ist, was ich da geschrieben habe. So. Was könnten wir jetzt noch für eine Spielerei machen? Ich hätte gerne, dass der... Ich möchte, dass von selbst hochgezählt werden kann. Ich möchte, dass wir einen Timer haben. Aber vorher mache ich noch einen Reset-Button dazu.
Und das geht sehr, sehr einfach. Wir haben die Reset-Aktion ja automatisch schon. Deswegen einen weiteren Button, den mache ich mal, wo macht das Sinn? Ganz hinten. So. Kann ich einfach den hier kopieren. Reset. Counter. Und das müssen wir auch umbenennen, weil das ist ja nicht nur für den Counter der Reset, sondern für alles. Es wird ja hier alles zurückgesetzt. Wenn wir es jetzt hiden und auf Reset drücken, ist es nicht mehr gehidden. Wenn wir es jetzt erhöhen und auf Reset drücken, nicht mehr. Und natürlich auch, wenn wir das erhöhen und ausblenden. Jetzt möchte ich einen Counter hinzufügen. Ich möchte, dass jede Sekunde einmal erhöht wird. Ach, tut mir leid, ich weiche wieder ab. Ich will jetzt doch was anderes machen. Ich möchte nämlich demonstrieren, was das Geile ist an dieser komponentenbasierten Sache hier. Ich möchte jetzt, dass wir zwei Counter haben. Ich möchte, dass wir zwei Counter auf einer Seite haben. Unglaublich, ne? Wie mache ich das? Unglaublich, unglaublich. Dafür erstellen wir uns eine Komponente, also eine Funktion einfach nur. So. Und hier kommt der ganze Kram rein, komplett. Nur, dass wir jetzt hier diesen Bodykram nicht haben. Den muss ich natürlich wieder rausholen. Wie machen wir das? Weil bei no normalen Komponenten gibt es das nicht, dass man mit dem erstmal als ersten Rückgabewert die Body-Eigenschaften als zweiten den Inhalt zurückgibt. Bei normalen Komponenten gibt man nur den Inhalt zurück. So, unser Counter hat diesen State und diesen Inhalt. Jetzt stelle ich das mal wieder her, wie es eben war. 0 und dann der Inhalt. Und ich möchte jetzt hier das einbinden. Ich möchte diese Komponente hier da haben. Weil wenn wir das jetzt ausführen, haben wir einen Fehler. Upsala. Ach ja, empty. Ach, egal. So. Wir haben nichts. Das war eben nur eine Warnung, weil hier kein Inhalt drin war. Das bringt ja nichts. Was bringt uns? Weil dann kann ich die Liste auch gleich weglassen. Deswegen kam eben diese Warnung. Also, ja. Wie können wir diese Komponente einbinden? Dafür brauchen wir eine weitere Funktion und die heißt Node ohne DOM. Node DOM, wie der Name schon sagt, DOM steht für Document Object Model, also das ist dieses Create Element und Element Punkt Inner Text und so, das ist alles DOM. Und deswegen habe ich extra eine Funktion für DOM und ich habe auch eine extra Funktion, um Komponenten, eigene Komponenten einzubinden. Node Counter. Und da haben wir wieder unseren Counter. Und wir können natürlich auch einfach jetzt einen zweiten Counter einbauen. Das ist jetzt die Magie. Counter. Tada! Und natürlich völlig unabhängig voneinander. Und um dieses schöne Farbspiel, was wir eben hatten, wiederherzustellen, können wir uns auch hier für den Counter auch ein Wrapper-Element holen. Was ich damit meine, das zeige ich mal kurz. Also wir haben jetzt ja diesen Inhalt direkt drin. Also wir haben hier das P-Element vom ersten Counter, das Div-Element vom zweiten Counter, das P-Element vom zweiten Counter und das Div-Element vom zweiten Counter. Also alle vier Elemente, diese Node-DOMs, die wir da drin zurückgegeben haben, die sind einfach nur direkt im Body jetzt drin gelandet. Ich möchte jetzt, dass die jeweils noch in eine Box reinkommen, also in einen Div reinkommen. Und wie machen wir das? Das machen wir ganz einfach über einen sogenannten Hook, DOM. Und Hook, man erkennt es, ist auch wieder so ein kleiner Trick. Hook kann man sich so als Trick vorstellen, aber irgendwie auch wieder eine doofe Beschreibung. Egal. Hook, DOM holen wir uns. Ach ja, man hätte natürlich auch wieder wie hier einfach das Gesamte, also das hier hätten wir einfach, so wie wir das hier gemacht haben, einfach in einen Div reinwickeln können. Aber ich finde das persönlich irgendwie schöner, wenn wir statt eine Liste mit nur einem einzigen zurückzugeben, das ist einfach eine andere Schreibweise. Div. Tada! Jetzt haben wir ein Div mit dem ersten, mit dem ersten Counter, wo das beides drin ist, und ein Div mit dem zweiten Counter.
Jetzt möchte ich, dass wir hier die Eigenschaften haben. Ha, ich bin so schlau. Ich habe das so ausgeplottet, dass ich das exakt so einfügen konnte, dass es einfach funktioniert. Ja. So, mache ich jetzt das Zählen? Ja. Mache ich mal. Nein, mache ich wieder nicht. Natürlich mache ich es nicht. Ich möchte nämlich noch etwas weiteres haben. Nämlich möchte ich einen eigenen Eingangsinitialwert haben. Hätte ich gerne. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Dafür brauchen wir aber eine Set-Methode. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Wir können uns hier ja auch wieder die Eigenschaften reinholen. Oh Mann, jetzt schreibt wieder mehr Nachricht, ist das nervig. State ist ja immer am Anfang gar nichts, das können wir also ignorieren. Und als zweites Argument bekommen wir nee, das ist Kacke, mache ich nicht. Nee. Also angenommen, ich möchte jetzt, dass der an der einen Stelle bei 5 anfängt und beim anderen bei 0 anfängt. Wie mache ich das? Das geht bestimmt, aber ich habe da gerade keinen Bock drauf. Deswegen mache ich es einfach nicht. Wieder mal sehr professionell von mir. Scheiß drauf. Was ich aber haben möchte, ich möchte einen Titel haben, bitteschön. Ich hätte gerne, dass wir hier einen Titel jeweils über den Zähler noch haben, dass wir wissen, was für ein Zähler das ist. Node, DOM, H1. H1 ist ein Titelelement, wie der aufmerksame Zuschauer längst weiß. Und dieses Titelelement soll als Text drin haben. Aufrufe. Ich mach das mal weg mit dem Doppelpunkt, so. Ja, man könnte jetzt mit CSS dafür sorgen, dass der Abstand etwas größer wird, dass es nicht so blöd aussieht, aber es ist jetzt nicht wichtig. Aufrufe. Und ich möchte aber, dass wir hier sagen können, der eine Counter soll im Titel Aufrufe haben, der andere soll Anzeigen nehmen, also im Sinne von rechtliche Anzeigen, weil man gegen Rechte verstoßen hat. Und dafür können wir uns jetzt, so wie man bei Funktionen in JavaScript eigene Parameter sich ausdenken kann, möchte ich jetzt hier auch eigene Parameter haben. Nämlich möchte ich, dass unser Counter, das ist ein Dekonstruktor hier einfach, also wir bekommen das Objekt, was wir hier reintun, dieses Objekt landet hier oben als Argument. Und da holen wir uns die einzelnen Eigenschaften wieder raus. Und die Eigenschaft, die uns jetzt interessiert, ist Titel. Das habe ich mir einfach selbst ausgedacht. Ich könnte das auch Grütze nennen oder was auch immer. Titel habe ich das jetzt genannt. Und ich möchte, Titel soll als Standardwert haben. Irgendein Zähler. Also wenn wir keinen Titel gesetzt haben, soll da irgendein Zähler stehen. Und hier können wir jetzt den Titel reintun. Und jetzt haben wir schon mal hier einen Fehler. Juhu, warum? Louis Objekt Empty. Ah ja, das ist deswegen, weil hier keine Eigenschaften drin stehen. Es finde ich einfach kacke, wenn leere Objekte da stehen. Deswegen müssen wir das dann wieder hier wegmachen. So, bei dem und bei dem. Kommt einfach beides gleich wieder. Schneide ich mal aus. Jetzt funktioniert es immer noch nicht. Read Title. Warum können wir Titel nicht lesen? Ja, weil Titel, weil wir irgendwas übergeben müssen. Ja gut, da habe ich ein kleines Fehldesign bei Louis jetzt gerade erkannt eben. Wir können bei Elementen, die ein Argument erwarten, keine leeren reingeben, weil das nicht erlaubt ist, und wir können das auch nicht weglassen. Das ist doof. Na gut, wir können das nicht austricksen. Wir können es einfach temp 1 und hier temp 2. So. Und das werde ich fixen. Ich werde dafür sorgen, dass wenn man das weglässt, dass dann hier kein Fehler kommt. Weil der Fehler war, wenn man dieser Dekonstruktor, den kann man natürlich nicht auf 0 anwenden. Also man kann sagen, x will man herausholen aus dem Objekt, wo x gleich 1 ist.
dann ist x gleich 1. Aber man kann jetzt nicht schreiben x rausholen aus 0, also wenn man gar nichts übergeben hat. Dann kriegen wir einen Fehler. Und das war im Grunde eben der Fehler. Jetzt können wir jedenfalls hier hinschreiben beim einen, dass da der Titel sein soll. Aufrufe. Oder ich habe eine andere Idee. Wir können hier hinschreiben. Hacking-Versuche. Ha! Ganz viele Hacking-Versuche, leider. Aber die vertuschen wir mal lieber. Ja, so viel dazu. Vielleicht, ich bin skeptisch, ob das jetzt klappt, aber vielleicht können wir ja jetzt dafür sorgen und, das ist nicht einheitlich. Hier habe ich es hintereinander. Schreibe ich das mal so. Auch. Vielleicht komme ich ja jetzt endlich mal dazu, das zu machen, was ich eben mehrmals angekündigt habe, nämlich jetzt, dass es von selbst hochzählen kann. Wie machen wir das? Da, Pause. Ich habe eine Idee. Wir machen uns eine Eigenschaft. Pause. True. Also es soll am Anfang pausiert sein. Brauchen wir auch Pause Toggle. Machen wir das mal. So, jetzt brauchen wir einen Button, wo ich gern Pause aufheben und lösen würde. Nee, einsetzen und lösen würde. Wenn das richtig ist, ich denke mal. Naja, egal. Völlig egal, ob das richtig oder nicht ist, bitte nicht sagen. Und hier können wir jetzt den Teil hier wiederverwenden, weil das ja etwas ähnlich ist vom Aufbau her. Wenn paused, das müssen wir natürlich auch wieder rausholen hier oben, habe ich gerade vergessen. So, wenn das pausiert ist, dann soll da stehen Play und ansonsten soll da stehen Pause. Ah ja, natürlich muss natürlich hier Pause Toggle reinmachen. Jetzt möchten wir, wenn das nicht pausiert ist. Ich habe eine Idee, dieses Hidden ist voll blöd. Tun wir das Hidden mal weg. Also schmeißen wir auch komplett das Hidden weg. Braucht eh keiner diesen Mist. Und hier natürlich verringern. Jetzt ist es ja ein weiter vorne, das Post. Und hier auch nochmal das Hidden weg. Hier auch noch das Hidden weg. Nee, natürlich nicht. Wir wollen ja Counter behalten hier. So. Counter. Dann der Hidden Button, der kommt auch noch weg. Und jetzt müsste das reichen. Nee. Natürlich fehlt das noch irgendwo. Ach ja, hier, genau. Hier möchte ich jetzt Pause benutzen. Das passt doch. Also wenn das pausiert ist, ist es orange. Und wenn es läuft, ist es gelb. Plus 1 Zeit Reset, das lasse ich jetzt erstmal so. Jetzt möchte ich dafür sorgen, dass er das erhöht einmal pro Sekunde. Wie machen wir das? Der naheliegende Ansatz wäre jetzt erstmal, dass man irgendwo ein Set Timeout oder Set Interval hat. Aber es gibt da ein Problem. Ich zeige das mal kurz. Mache ich doch wieder Aktionen hier hin. Nämlich, wenn wir jetzt sagen, Set Interval. Irgendetwas soll ausgeführt werden. Einmal pro Sekunde. Also alle 1000 Millisekunden einmal pro Sekunde soll etwas ausgeführt werden. Und was soll ausgeführt werden? Es soll
Action Counter Increment ausgeführt werden. Was passiert? Ganz gruselig. Oh, was ist das denn? Exponentielles Wachstum oder was? Das ist ja komisch. Was passiert denn da? Ja, kritisch. Ich heb das deswegen mal schnell wieder auf. Was passiert? Also, diese Funktion Counter, diese Komponente, die wird ja jedes Mal aufgerufen, wenn sich irgendwas verändert. Das heißt, jedes Mal, wenn sich was verändert, wird ein neues Intervall gesetzt. Und also es wird nicht nur einmal Set-Intervall aufgerufen, sondern mit jedem Mal Neurendern wird ein neues Intervall kommt noch dazu. Und um dafür zu sorgen, dass das Set-Intervall nur ein einziges Mal gemacht wird und nicht jedes Mal beim Rendern, gibt es einen weiteren schönen Hook, nämlich Hook-Effekt. Und das sorgt dann dafür, dass was wir da reinschreiben, dass das nur einmal passiert. So. Und jetzt wird es funktionieren. Es erhöht und es ignoriert unsere Pause komplett. Wir wollen ja natürlich dafür sorgen, dass wenn wir Play oder Pause jeweils nehmen, dass es das dann aufhebt. Pausiert halt. Wie können wir das machen? Es gibt bei SetIntervall gibt es ja ein Rückgabewert. Es gibt ja ClearIntervall, wo wir das Intervall-Rückgabe-Dingens reintun können. Return. Bei Hook-Effekt gibt es eine weitere Sache, die man wissen muss. Hook-Effekt, die Funktion da drin, die kann etwas zurückgeben. Muss sie nicht, aber kann sie. Und wenn sie etwas zurückgibt, dann ist das eine Funktion, die ausgeführt wird, wenn das rückgängig gemacht werden soll. Wenn wir das, was hier in unserem Effekt drin passiert, wenn wir das wieder rückgängig machen wollen, dann wird diese Funktion hier unten ausgeführt. Das ist übrigens schon mal deswegen wichtig, weil was ist denn, wenn wir hier unten einen Counter rausholen wollen? Weil es kann ja sein, dass wir einen Counter entfernen. Und dann würde ja Set-Intervall unendlich noch weiterlaufen, obwohl wir schon längst den Counter wieder gelöscht haben. Das wäre doof. Und auch darum kümmert sich das hier. Also wenn auf irgendeine Weise das, was hier passiert, rückgängig gemacht werden soll, können wir das hier reinschreiben, was gemacht werden soll. Und wir können auf die Variable Intervall zugreifen, weil das ja in der Elternfunktion drin ist. Es wird jetzt genauso funktionieren wie vorher, weil das jetzt noch hier nicht aufgerufen wird. Ich will aber mal kurz dafür sorgen hier, dass wir diesen zweiten Counter wegmachen können. Das geht ja ganz schnell. Man weiß jetzt langsam, wie es geht. Hack, hide, toggle. Das ist jetzt etwas müßig, das wieder zu schreiben. Aber naja, egal. Das ist ja nur kurz zum Zeigen. Hack Show Huddle. Das ist Toggle. Das ist, glaube ich, schöner. Also hier wird angegeben, ob wir den Hack-Counter auch haben wollen oder nicht. Wobei es ist eigentlich nicht eine Show. Hack enabled. So, vielleicht so. Und wir wollen den hier nur anzeigen, wenn Hack enabled ist. Ja, jetzt ist er nicht da. Ist auch nicht nur ausgeblendet oder so, sondern komplett. Den gibt's nicht, den anderen Counter. Den gibt's nur, wenn das hier aktiviert ist. Wenn das hier true ist. Und um das zu setzen, mache ich jetzt mal Node DOM rein. Button. So, Punkt, muss jetzt reichen. Ah, brauche ich ja gar nicht. Haha, ich kann jetzt einfach das hier wieder einsetzen. So. Und wenn wir hier raufklicken,
taucht der Counter auf. Man sieht es auch hier. Irgendwo sieht man das. Da. Hier sieht man es. Und wenn ich jetzt wieder raufklicke, verschwindet das wieder. Und man sieht auch, der Counter fängt immer bei 5 wieder an. Also es wird nicht nur ausgeblendet, sondern der Counter, also als wenn man das Programm sozusagen beendet und dann wieder neu startet. Und dieses Set-Intervall hier oben, das wird jedes Mal ausgeführt, wenn ein Counter erstellt wird, also jetzt. Und das Clear-Intervall von diesem jeweiligen Intervall wird immer aufgerufen, wenn die jeweilige Komponente, die Instanz der Komponente verschwindet. Das können wir uns auch hier, um das ein bisschen plastischer machen, mal mit so einem Console-Log machen. Console-Log New Intervall. So, und da tun wir jetzt mal eine Zahl rein, Intervall. Das ist die ID davon, worüber der Browser dann weiß, was es ist. Console-Log Delete. Nee, Kill ist ein bisschen gewalttätiger. Kill Intervall. So. New Intervall 1. New Intervall 2. Kill Intervall 2. Na, ganz einfach. Völlig einfach. So, dieser Hook-Effekt, der wird immer ausgeführt, wenn das erstellt wird oder wenn das gelöscht wird, die Instanz. Wir möchten jetzt aber, dass irgendwie auf das Play and Pause reagiert wird. Jetzt könnten wir theoretisch irgendwie versuchen, von hier drin aus dem Intervall drauf zuzugreifen, auf Pause, und dann sagen nur, also das soll nur ausgeführt werden, wenn das nicht Pause ist. Also das könnten wir jetzt, ich demonstriere mal ganz schnell, wie ich das meine. Wir könnten jetzt sagen, wenn State Pause, dann State Counter, ansonsten State Counter plus 1. Ja, jetzt passiert nichts mehr. Jetzt passiert etwas. Jetzt passiert nichts mehr. Aber ein Problem, das geht jetzt natürlich plötzlich auch nicht mehr. Und außerdem ist es ja ineffizient, weil der führt ja immer noch Set-Intervall aus. Also einmal pro Sekunde führt er immer noch den Kram aus und guckt, ob er irgendwas hier verändern muss und all das. Und es ist deswegen eine schönere Praxis, wenn man den Timer komplett löscht. Also den Timer wegmacht und sobald es wieder weitergehen soll, den Timer wieder stellt. Und dafür hat dieses Hook-Effekt ein zweites Argument, einen zweiten Parameter. Und das sind die Deps, die Dependencies, die Abhängigkeiten. Da kann man irgendwelche Werte reinschreiben und sobald sich irgendetwas davon ändert, wird das hier neu ausgeführt. So, das ist eine Liste an Werten. Da können wir natürlich sowas, aber das würde nichts bringen, weil die Zahl ist ja immer dieselbe. Es hängt jetzt ab, ob es paused ist. Paused. Genau, und das bekommen wir hier raus. Und dann müssen wir noch dafür sorgen, dass wir auch nur den ganzen Kram machen, wenn wir nicht pausiert haben. Weil sonst würde er ja jetzt einfach jedes Mal, wenn ich auf Play drücke, neu anfangen. Also das vorherige beenden und dann wieder neu, das neue erstellen. Und was wir ja wollen, ist, dass er nur, wenn das nicht paused ist, das erstellt. Und deswegen können wir einfach hier tricksen und if paused return. Wenn das pausiert ist, dann macht er einfach gar nichts. Also return heißt aufhören, wenn das pausiert ist. Wenn das nicht pausiert ist, dann macht er weiter. Dann erstellt er ein Intervall und sagt ihm beim Aushängen bitte löschen. Und jetzt wird deswegen auch kein Intervall mehr erstellt und auch keins mehr gelöscht. Wenn wir jetzt hier auf Play raufdrücken, dann wird ein Intervall erstellt. Wenn wir auf Pause drücken, wird das Intervall wieder gekillt. Man kann aber auch ein Intervall killen, indem man die Komponente entfernt. Sieht man hier dran. Ich klicke jetzt mal nicht auf Pause, also das Intervall lebt noch sozusagen. Ja, wird aber jetzt gekillt. Muss ja, weil es wäre sonst ein Bug, wenn wir weiterhin dieses Set-Intervall hätten. Ja, jetzt kann ich das hier wieder löschen. Console-Log brauchen wir nicht mehr.
Jetzt haben wir schon mal einen Counter, den wir mehrmals in der Seite benutzen können. Wir können das erhöhen. Play. Und dann zählt das. Was könnten wir jetzt noch machen? Wir könnten. Ha, wir könnten eine Geschwindigkeit irgendwie einstellen, wie schnell das zählen soll. Mache ich das? Nee, ich mache es nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Also das war jetzt hier mein tolles, doofes Video. Diesen Code, das findet man natürlich alles. Und es ist erstmal auf den ersten Blick komplizierter als der andere Ansatz, aber man sieht daran, wie schnell ich das schreiben konnte, einfach dadurch, dass ich da schon viel mitgearbeitet habe. Man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und der Code, den man schreibt, der ist so schön aufgetrennt ineinander, dass man den gut erweitern kann und jetzt ein anderer erfahrener Programmierer, ein Anfänger natürlich weniger, aber ein anderer erfahrener Programmierer, der den Code sieht, ganz schnell weiß, wo er was ändern muss, wenn er irgendwas Bestimmtes haben möchte. Ja, das war's.